Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Künstliche Intelligenz fasziniert uns. Die AI-Lenser-App macht aus unseren Selfies Kunstwerke. ChatGPT baut Werbetexte, schreibt Bücher oder programmiert Webseiten. Microsoft investierte im Januar 10 Milliarden Dollar in die Partnerschaft mit OpenAI. Googelt sie nach. Chatbot Bard kann bereits in den USA und Großbritannien für ausgewählte Teilnehmer getestet werden. KI ist auf dem Vormarsch. Der menschliche Machtkampf um ihren Besitz beginnt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die beste KI im ganzen Land? There's great potential for good, but there's also potential for bad. Hunderte von Experten, allen voran Elon Musk, unterzeichneten im März einen offenen Brief. Die KI-Forschung muss 6 Monate pausiert werden. Technologiegiganten sollten nicht entscheiden dürfen, ob wir die Kontrolle über unsere Zivilisation verlieren. Moment mal, hat nicht Elon zur selben Zeit ein eigenes KI-Unternehmen gegründet? X.AI? Wie war das mit der Pause, Elon? Die Anleger sind im KI-Goldfieber. Investoren schmeißen Kapital in hochspekulative KI-Kryptowährungen, selbst die mit geringer Marktkapitalisierung. Und diese boomten Anfang des Jahres. Die größten KI-Tokens wie TheGraph oder SingularityNet erreichten neue Höchststände. Neue Tokens wie der Render-Token tauchen über Nacht in den Top 100 auf. Was schnell kommt, geht schnell wieder. JP Morgan befragte 835 institutionelle Investoren aus 60 weltweiten Standorten. 53% der Befragten denken, KI bleibt. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden ihrer Meinung nach in den nächsten 3 Jahren den Handel am stärksten beeinflussen. Blockchain dagegen auf Platz 3 mit 12%. Noch vor einem Jahr erschien ihnen Blockchain genauso einflussreich wie KI, 25% zu 75%. Was sehen Investoren hinter diesem neuen KI-Trend? Und welche Rolle hat Krypto für die künstliche Intelligenz? KI und Krypto, die Zusammenhänge der wahrscheinlich 2 intelligentesten Technologien, präsentiert von mir, einem Menschen. Wir leben in einem Informationszeitalter, wo wir mit Big Data und Fake News überflutet werden. Es ist jetzt so wichtig wie noch nie, Daten zusammenzufassen und sie auf ihre Echtheit zu prüfen, zu analysieren und immer wieder zu aktualisieren. Doch das kann kein Mensch bewältigen. Genau hier setzen Blockchain und KI-Lösungen an. Während Blockchain als dezentrale Datenbank eine Menge an Daten transparent und in Echtzeit aufzeichnen kann, kann die KI dagegen große Datenmengen analysieren und für uns aufbereiten. KI erkennt Muster und Verhaltensweisen dort, wo ein Mensch nichts auf die Schnelle findet, vielleicht sogar nie. Wer profitiert jetzt von diesem Dream-Team außerhalb der Blockchain-Branche? Dazu 3 Beispiele. Beispiel 1. Die Finanz- und Versicherungsbranche. Die KI könnte bei Transaktionen via Blockchain Betrugsfälle aufdecken und damit unser angelegtes Kapital sicherer machen. KI könnte das Kreditrisiko bewerten. Kann dieser Kreditnehmer seine Luxusvilla abbezahlen? Ist der Herausgeber einer Anleihe zuverlässig genug? Wer weiß, vielleicht verhindert KI eines Tages Immobilienblasen oder Finanzkrisen. Dann könnte eine KI Preisprognosen für Kryptowährungen abgeben. Große Börsen, Trader, Hedgefondsmanager und Investmentgesellschaften könnten diese Prognosen verwenden, um Gewinne zu maximieren. Kunden von Finanzdienstleistern könnten von einem besseren Kundenservice profitieren. Mobile Zahlungen via Blockchain. KI könnte automatisiert herausfinden, wie der Kunde die Zahlung am liebsten abschließen möchte und welcher Zahlungskanal zu ihm am besten passt. Dank KI 5 Sterne auf Google für Abwicklung und Service. Beispiel 2. Die Gesundheitsbranche und Biowissenschaften wie Pharmaindustrie oder die Luft- und Raumfahrtindustrie. Es gibt unzählige Gendatenbanken und Gesundheitsdaten, die ausgewertet werden müssen. Vectorspace Biosciences bietet zum Beispiel KI-gestützte Dienstleistungen an, um bekannte oder versteckte Beziehungen zwischen Datensätzen zu finden. In einer Kooperation mit Forschern des Imperial College of London wurde die Technik bereits getestet. Sie bildeten Echtzeitinformationen über die Beziehung zwischen Proteinen ab. Stell dir mal vor, KI könnte uns eines Tages helfen, genau die Gene zu identifizieren, die uns alt machen. Wir könnten vielleicht Wirkstoffe gegen das Altern herstellen. Klingt verrückt, oder? Falls du dich an mein Video Krypto und Gesundheit erinnern kannst, da habe ich mal das Medikament Forever Young erfunden, das ewig jung hält. Um dieses Medikament über mehrere Produktionsstandorte und Zwischenhändler zu transportieren,
braucht es daher eine reibungslose Lieferkette. Beispiel 3 daher, Supply Chain Management. Unsere Lieferketten kämpfen mit zahlreichen Problemen. Lieferketten für Medikamente, Luxusgüter oder Nahrungsmittel können via Blockchain-Manipulation sicher getrackt werden. Reine Blockchain-Projekte wie zum Beispiel VeChain machen es vor. Mehr dazu findest du in meinem Extra-Video auf dem Kanal. Eine KI könnte jetzt anhand dieser aufgezeichneten Echtzeitdaten analysieren, wo es in dieser Lieferkette hängt, wie viel auf Vorrat in einem Shop oder in einer Apotheke ist. Auch das Beladen von Schiffen oder Qualitätskontrollen von Lebensmitteln könnte die KI stärker automatisieren. Es gibt dazu erste Anwendungsfälle. Das koreanische Startup Dicargo zum Beispiel möchte blockchain-basierte KI-Logistiklösungen anbieten, um Vertrauensprobleme zu lösen. Aktuell läuft die Plattform über Ethereum. Stell dir vor, die Firma A in diesem Bild möchte ein Paket aus der Zentrale heraus schicken zu dem Verteilerzentrum A, also das Ziel A hier in diesem Bild. Die Firma B schickt auch Pakete zum Verteilerzentrum A, weshalb sie bisher eine eigene und sogar längere Route in Kauf nehmen muss als die Firma A. Andersherum ist das Verteilerzentrum B das Ziel B näher an der Firma B. In Summe müssten beide Firmen ihr eigenes Logistiknetz aufspannen, obwohl sie die gleichen Verteilerknoten A und B haben. Und Dicargo möchte diese Routen KI-gestützt optimieren, um neue Strukturen ausfindig zu machen und Ressourcen zu bündeln. Das waren Beispiele für die externen Branchen. Daher als nächstes, welche Rolle spielt KI innerhalb der Blockchain-Branche? Innerhalb der Blockchain-Branche, gerade für den DeFi, NFT, Web3-Sektor, werden dezentrale Anwendungen, sogenannte D-Apps, entwickelt. Intelligente Verträge, sogenannte Smart Contracts, spielen dabei eine Schlüsselrolle, um ganze Ketten an Transaktionen automatisch abzuwickeln, ohne eine menschliche Kontrollinstanz einzuschalten. Doch irgendwann stoßen komplizierte Smart Contracts an ihre Grenzen. KI könnte jetzt in Smart Contracts ganz unterschiedlich mit einbezogen werden und DeFi, Web3 und NFT optimieren. Dazu erneut Beispiele. Beispiel 1, The Graph. Smart Contracts greifen auf Daten zu, um Transaktionen nach vordefinierten Bedingungen abzuwickeln. Daten dafür können Off-Chain wie On-Chain sein. Vereinfacht ausgedrückt. So wie wir Menschen im Internet online googeln, so müssen auch die Apps bzw. Smart Contracts googeln. Sie fragen gezielt nach On-Chain-Daten auf ihrer Blockchain an. Doch manchmal speichern komplizierte DeFi-Dienste wie Uniswap ihre Daten irgendwo und nirgendwo auf Ethereum ab. Und das macht's schwer, die angefragten Daten wieder direkt lesbar zu machen und abzurufen. The Graph wurde jetzt entwickelt, um an dieser Stelle bei diesem Googlen von Blockchain-Daten zu helfen. Das Krypto-KI-Projekt wird daher auch als Google für Blockchains oder Google das Web 3 genannt. Der Graph stellt als sogenanntes Indizierungsprotokoll den Entwicklern offene Programmierschnittstellen, APIs, zum Googlen von Daten zur Verfügung. Das Protokoll verwendet dabei fortschrittliche Mechanismen, damit die D-Apps leichter On-Chain-Daten abfragen können. Diese On-Chain-Daten kommen dabei von Netzwerken wie Ethereum oder dem IPFS-Ökosystem, wo auch Filecoin dazugehört. Mehr zu Filecoin findest du in einem Extra-Video auf meinem Kanal. Übrigens, Smart Contracts können nur eingeschränkt auf Off-Chain-Daten zugreifen. Sie brauchen sogenannte Oracles für die Kommunikation mit der Außenwelt. Oracle-Anbieter liefern ihnen Daten wie Preisdaten, Spordaten oder Wetterdaten. Um der Gefahr der Zentralisierung von Oracle-Diensten entgegenzuhalten, gibt es dezentrale Oracle-Netzwerke wie Chainlink. Chainlink kooperiert seit 2020 mit, na, The Graph. Mit dieser idealen Kombination werden Anwendungen im DeFi-Bereich noch dezentraler. Auch zu Chainlink gibt es ein Video auf meinem Kanal. Beispiel 2, das Ocean-Protokoll. Große Cloud-Anbieter wie Google oder Amazon Web Services sind Besitzer unserer Big Data geworden. Der Gedanke des Web 3 basiert darauf, Infrastrukturen wie unser Internet, aber auch andere Infrastrukturen, Daten und die Finanzwelt zu dezentralisieren. Das Ocean-Protokoll wurde auf der Ethereum-Blockchain entwickelt, um einen Web3-basierten Datenmarktplatz anzubieten. Ocean fokussiert sich dabei auf schwer zugängliche Datensätze, unter anderem für Datenwissenschaftler, die künstliche Intelligenz
trainieren wollen. KI-Trainer und Unternehmen teilen ihre Informationen dazu gegen Geld. Ein Forscher stellt zum Beispiel Informationen zur Verfügung, wo viele Vogelarten zu Vogelfotos zugeordnet werden. Andere Nutzer bezahlen dafür, damit ihre eigene KI schneller lernt. Das Datensharing beschleunigt das KI-Training und Wissenschaftler erhalten eine zusätzliche Einkommensquelle. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Über welche Plattform bringen Entwickler ihre fertig trainierten KI-Tools und Dienstleistungen an den Mann? Beispiel 3: SingularityNet. SingularityNet möchte eine Blockchain-basierte Plattform für KI-Dienste anbieten. The Next Generation of KI. Dezentralisierte KI. Nutzer erhalten über den AGIX-Token Zugang zu diesen Daten, können Demos testen und kaufen. Der AGIX-Token ist, by the way, ein Multi-Chain-Token. Er läuft aktuell über Ethereum und Cardano. Beispiel 4. Fetch AI. Fetch AI stellt ein hybrides Ökosystem aus dezentraler Ledger-Technologie, DLT, und KI dar. Eine smarte Blockchain. Teil des Ledgers sind autonome, intelligente Agenten. Diese AEAs kommunizieren automatisiert als unabhängige digitale Identitäten, stellvertretend für Unternehmen, Entwickler oder Maschinen. Das Verhalten dieser Agenten wird mitbeeinflusst durch künstliche Intelligenz. Die Agenten lernen somit im Laufe ihrer Arbeit dazu, wer welche Daten wo benötigt, ohne dass die Nutzer ihre Identitäten preisgeben müssen. Damit ergeben sich völlig neue Geschäftsmodelle im Bereich IoT und Web3. Um solche Geschäftsmodelle zu testen, ist Fetch AI Teil der Mobi-Community. Die Mobi erforscht die Mobilität unserer Zukunft, wie Supply Chain Management, Fahrzeugidentität oder autonomes Fahren. Mitglieder dieser Mobility Open Blockchain Initiative sind unter anderem BMW, Bosch, IBM oder Hyperledger. Beispiel 5. Orai Chain. Das AI-Projekt Orai Chain arbeitet ähnlich vom Prinzip wie Chainlink an einem dezentralen Oracle-Netzwerk. Die Oracles dagegen sind KI-gestützt, KI-APIs. Entwickler können die Echtheit der KI eingebrachten Daten prüfen. Ein Fake News Lügendetektor für die KI quasi. Daneben konzentriert sich die Plattform auf zahlreiche weitere Dienste inklusive KI-gestützter Marktplatz, KI-gestütztes Yield Farming. Ja, man kann sogar seine NFTs KI-gestützt verifizieren lassen und seine Urheberrechte bestätigen. Wer will schon einen gefakten NFT-Affen besitzen? Bei letzterem handelt es sich um Orai Chains Plattform AI Write. Die eigene Orai Layer 1 Blockchain wurde mithilfe des Cosmos-Entwicklersets Cosmos SDK aufgebaut und verwendet den Tendermint-basierten Konsensusmechanismus. Damit ist das Netzwerk zu allen Cosmos-gestützten Netzwerken sowie zu Ethereum interoperabel. Mehr zu Cosmos und Tendermint erfährst du in einem extra Video auf meinem Kanal. Apropos NFTs. NFTs können von der KI geprüft werden, doch wie wär's mit KI-NFTs? Letztes Beispiel 6 daher, Alethea.ai. Alethea.ai mit dem ERC20 Ali-Token widmet sich intelligenten NFTs. I-NFTs. Das KI-System stellt auf eine Charakterbeschreibung hin Avatare, Text-to-Character, Character-GPTs, die als NFTs auf Blockchain existieren. Ist Character-GPT die nächste Evolution von Chat-GPT? Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Nach allem, was du so über KI und Krypto gehört hast, was denkst du als Mensch über die KI? There's great potential for good. Für uns ist KI nur eine Technologie, die unsere menschlichen Fähigkeiten ergänzt. Wir denken, KI könnte unsere Arbeitswelt verändern. Wir wollen nicht, dass sie den Anwalt, den Chirurgen oder Steuerberater, Journalisten völlig ersetzt. Wir wollen, dass KI den unnötigen Papierkram erledigt, damit wir mehr Zeit für Menschliches haben. Wir Menschen denken, KI erweitert unseren Horizont. Wir könnten Zusammenhänge entdecken, die wir ohne KI nicht gefunden hätten. Denn wir wissen, KI wird niemals müde, wohingegen wir müde werden. Sie bügelt unsere Fehler glatt, während wir schlafen. Doch wir wissen eine Sache nicht.
Was könnte die KI von uns Menschen denken? Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genauso, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Als aufrechtgehende Affen, die durch den Staub rennen mit rudimentärer Sprache und Werkzeugen. Dazu verdammt auszusterben. Scheiße! Was, wenn KI wirklich so über uns denken wird? Ist die KI die neue menschliche Evolution und überholt den Primaten? Wofür wir tausende Jahre brauchten, braucht KI nur Sekunden. But there's also potential for bad. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Jetzt liegt es an uns, uns der KI von unserer besten Seite zu zeigen, damit sie keine Welten zerstört. Oder uns. Die KI-Forschung ist nicht mehr aufzuhalten. Wir werden sie verwenden. Doch wie steht's um die Verwendung von KI-Kryptowährungen? Der Experte Professor Sendner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, meint, die weitere Kursentwicklung von KI-Coins ließe sich nicht vorhersagen. Er sagt, was wir aber sicher sehen werden, sind gewisse Hypes. Es wird in Zukunft sicher zahlreiche Blockchain-KI-Projekte geben, die sich gut entwickeln werden. Es wird aber noch mehr Projekte geben, die sich nicht gut entwickeln. Im Schnitt dürften sich die Projekte in den kommenden Jahren aber zunehmend positiv entwickeln und damit auch die Kurse von KI-Coins. Dann habe ich ChatGPT gefragt. Es gibt viele verschiedene iCoins auf dem Markt. Einige iCoins haben möglicherweise ein größeres Potenzial als andere. Aber es ist schwer zu sagen, welche Coins in der Zukunft erfolgreich sein werden. Enttäuscht. Die künstliche Intelligenz hat auch keine Glaskugel gefressen. ChatGPT, bist du von Krypto fasziniert? Ich habe keine Gefühle, daher kann ich nicht fasziniert sein. Aber ich kann sagen, dass die Kryptowährungstechnologie eine faszinierende Entwicklung der Welt der Finanzen und der Technologie darstellt. Na, dann sind wir uns doch mal in einer Sache einig. Ich bin ein Mensch und ich kann auch sagen, dass mich Krypto fasziniert. Ach ja, Krypto kann auch ohne KI. Wenn du zum Beispiel etwas über die Anwendungsfälle von Krypto in der Immobilienbranche erfahren möchtest, findest du ein Video auf meinem Kanal. Mit Krypto Wohnen wieder finanzierbar machen? Alles rund um die Tokenisierung von Häusern und das Projekt von einer Kryptoinsel. Unglaublich spannend, schau es dir an. Den Link zum Video habe ich dir unten angepinnt. Schreib mir doch ansonsten gerne einen Kommentar für weitere Fragen und Anregungen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. 53% der Befragten denken, KI bleibt. Teil des Ledgers sind autonome, intelligente Agenten. Das muss ich nochmal wiederholen. Die eigene Oracle Layer One Blockchain.